Hallöchen Leute, und wie ihr ja schon mitbekommen habt, nein, warum fange ich so an? Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Emergency 3 Mission Live. Ja, ich bin der Ossi und neben mir sitzt mein ach so gescheiter Einsatzpartner. Warte, ich komm drauf. Der Bessie? Nee, Maxman eigentlich. Schade, hätte sein können. Naja, wie auch immer. Wir spielen auf jeden Fall jetzt als neues Let's Play Emergency 3. Wir machen erstmal die Kampagne, gucken, wie weit wir kommen, wenn wir richtig doll failen sollten, denn naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal mit der ersten Mission an. Und dort sehen wir uns nach dem Mission-Einführungsvideo. Hallo Leute, und da sind wir auch schon wieder bei Emergency 3. Ich muss mir jetzt erstmal kurz ein... Oh Gott, wie ging das noch? Ach so, ja genau, mit den Pfeiltasten. Osti, jetzt redet nicht zu lange, er verblutet eine... Ja, ich hole uns jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal einen Rüstwagen. Mit einem Trupp. Wie ging das noch? Hier, Rüstwagen, na komm. Kommt er jetzt? Nein, mit dem auf. Nee, kommt, er kommt. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Polizeiwagen. Und einen Rettungswagen. So, du brauchst einen Polizeiwagen. Na, braucht man die nicht? Allgemein? So. Straße spielen, die Menschen sind. Ja, genau. So. Wie man auch vielleicht sieht, ich und Maxman, wir haben das Spiel früher echt mal gesuchtet. Zumindest ich habe Emergency 3 gesuchtet. Ich hatte es nie. Ja, stimmt, das ist ja auch mein Spiel. Aber ist doch nicht so schlimm. Das ist das Spiel, was wir spielen, was nicht mir gehört. Das stimmt. So. Halt. So. Jetzt lasse ich die Menschen mal aussteigen. Muss ich Straße spielen? Die lasse ich auch aussteigen. So. Okay. Erstmal den Menschen bergen und aus dem Gefahrenbereich bringen. So. Wo ist der RTW? Hier ist der RTW. So. Notarzt nach da. Für deinen Typen schnell befehlen, dass er die Straße dingsen soll. Mach. Oh ja, stimmt. Sperren oder umleiten? Anhalten, oder? Ja. Oder? Oh Gott. Da kommt ein Auto. Ah, es fährt ihn um. Nein! Oh mein Gott! Unbelievable, fährt sie irgendwen um? Nein. So, mach schnell. Umleiten. Genau, und unten auch schnell? Mach ich. Nee, von unten kommt, glaube ich, nichts. Ich würde es trotzdem machen. Okay. So, sieh schnell den. Okay. Mach erst, versuche erst den Ding zu machen. Ja, genau. Jetzt, vielleicht liegt in dem, ist in dem Auto ja noch irgendwas drin. Deswegen hole ich mir jetzt eine Rettungsschere und schneide das Auto auf. Du, das dauert ein bisschen. In der Zeit holst du jetzt noch ein paar Schere für die Polizisten. Ja. So, weil. Du brauchst noch einen Krankenwagen, muss ich jetzt aber holen, ne? Ja, hole ich mir. Ich hole mir gleich einen RTW. Oh Gott, wo rennt der denn lang, der Typ? Der Typ? Warte, ich guck mal, ob der die gut umgeleitet bekommt. Jupp. Gut, weil hier kommen nämlich zum Glück recht wenig Autos. So. Gut, wie man auch schon an dem Sound hört. Hast du ihn schon gehört, dass er umleiten soll oder nur hingeschickt? Nein, nur hingeschickt. Aber. Umleiten. So, den haben wir. Nee, der. Also eigentlich ist es, glaube ich. Muss ich auf, ist denn auf die Spur? Hoppla. Ja, auf dem Weg. Ist okay. Ja, mache ich jetzt einfach mal hier anhalten. So. Der müsste eigentlich stabil sein, dann kann ich den ja schon mal mitnehmen. Ja, der da ist. Da oben ist eine Person rausgekommen. Okay. Gut, der Feuerwehrmann kann ja dann rein theoretisch wieder einsteigen. So, mal gucken, wie es dem geht. Oh, der sieht auch ganz gut aus. So. Weil solltest du da nicht jetzt die Typen rausschicken? Und jetzt war der. Hier. RTW fährt mal kurz nach da, damit er den Weg frei macht. Und die steigt mal hinten mit ein. Der Feuerwehrmann kann den mal kurz aufheben und den nach da bringen. Weil wir machen, also zumindest ich mache das immer ganz gerne, dass ich immer so eine Art verletzten Sammelstelle mache. Und der kann dann zurück nach Hause. Oder beziehungsweise sofort ins Krankenhaus. Deshalb kannst du ja auch gleich schon mal einen Abschleppwagen holen. Oh, ja. Natürlich gehe ich dann zum Rüstwagen hin, hol mir einen Feuerlöscher, komischerweise aus dem Pumpenraum, warum auch immer.
Obwohl, nein, das ist ein Rüstwagen, hat keine Pumpe. Falls ihr euch fragt, warum kennt sich West Company so gut damit aus? Das liegt daran, dass ich und X-Men beide Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sind. Yay! Und dass wir uns deswegen auch bewusst für dieses Spiel... Freiwillige Feuerwehr for the win. Freiwillige Feuerwehr for the win. Und auf nicht vergessen, Boom. Wir suchen immer Freunde. Neue Kameraden. Ne? Wir suchen immer Freunde. Ja, das auch. So, der kommt weg. Und... Zack, der Notarzt kommt da auch gleich mit rein und zurück zum Hauptquartier. So, Polizisto leitet immer noch um, das ist sehr schön. Das Auto sieht soweit ganz gut aus. Man kann natürlich das Spiel auch hier ein bisschen beschleunigen, seht ihr. Aber das ist ja erstmal nicht schlimm. Hast du schon Abschleppwagen geholt? Oh. Kann ich gar nicht, ich kann nicht aufs... Abschleppwagen ist doch immer beim Abschleppwagen ist hier noch bei der Feuerwehr. Ja, wie in Schwerin. Ja? Habe ich gehört. So, oh Gott, jetzt leckt es gerade ein bisschen. Okay. Hab ich gehört, das ist ein verrückter Rennbock. Ach so, ja gut. So. Ja, war es nicht Schwerin nicht auch so? Ich, ganz ehrlich, Mixman, ich habe zurzeit echt keinen Plan. Wir waren doch schon mal in Schwerin. Ja, wir waren schon mal in Schwerin. Im Feuerwehrmuseum Schwerin unter anderem. Ich park den hinein. Eigentlich, rein theoretisch, könnte ich den mal nach hier vorne fahren. Den braucht eigentlich zurzeit keine. Jo, und das ist einer der Fails von Emergency. Einfach diese Autos, die zu dumm zum Fahren sind. Aber nehmen wir ein Emergency-Teil, wo das nicht der Fall ist. Ja, stimmt. So, Auto verlastet. Und ich glaube, den Kipper müssen wir den auch abschleppen? Nee, ne? So. Ich glaube nicht. Ich kann ja hier nochmal die Person befragen. Ich glaube, du musst jetzt festnehmen. Nö. Schade, wäre auch gut gewesen. So, und der fährt zurück zur Basis, wenn hier kein Feuerwehrmann mehr ist. Los, nimm ihn fest. Nimm ihn einfach fest. Und ansonsten müsstest du... Nimm ihn fest, nimm ihn fest. Ja. Was sagt der? Plötzlich kam der Wagen. Jo, läuft auf jeden Fall. Und ist voll in die Baustelle rein. Ja, also das war auch ein komischer Typ, ne? Total unerwartet, dass dann Wagen in die Baustelle fährt. Ja, oh, jetzt, jetzt haben wir gerade richtig die FPS-Einbrüche. Eieiei, überleben wir das? Überleben ich hoffe mal, weil irgendwann läuft die Festplatte voll. Ja, deshalb. Ja, nee, müssen wir denn nach dem ersten Mal leer machen? Wir haben mich gerade. Und eigentlich. Ah, perfekt. Jo, Mission erfolgreich, das ist doch schön. Gesamt, also 100% Effizienz, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil irgendwie ganz am Anfang haben wir doch schon ein bisschen gebaut. Ja, auf alle Fälle, wir haben momentan ein paar Festplattenprobleme. Ja, aber... Deswegen läuft die ziemlich schnell voll und... Ja. Dann, ja. Naja, wie auch immer. Also, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Auch wenn diese Folge nur 8 Minuten lang war. Nicht mal 8 Minuten. Egal. Nächste Folge wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger, wenn es dann wieder heißt Emergency 3 Mission Live mit Ossi und Maxman hier auf West Companies. Nochmal eine kurze Info, wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt. Ossi, die Festplatte läuft voll. Ja, ich weiß. Das Let's Play kommt wie gehabt immer am Dienstag um 18 Uhr und am Samstag um 18 Uhr. Also danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.